Das letzte Wort hat schlussendlich immer der Joker. Das ist der brutalste eigentlich vor allem, der skrupellos ist. Ich liebe alle meine Diagnosen mittlerweile, weil ich den Frieden mit mir geschlossen habe. Der Nicola hat eine multiple Persönlichkeitsstörung. Das heisst, in seinem Kopf sind mehrere Persönlichkeiten am Werk. Wie er mit dem umgeht und wie sich das in seinem Alltag äußert, erzählt er uns jetzt. Ich bin aufgewachsen, leider mit einer psychisch kranken Mami. Es war nicht immer einfach. Man muss es so sagen, wenn man einen älteren Teil hat, der eine Zwangsneurose hat, dann ist es eigentlich so, wie man als Sklave behandelt wird. Man muss immer folgen, man darf ja nichts anlangen, weil man ja die Ordnung zerstören könnte. Und ja, als Kind kann man sich ja nicht wehren. Und wenn man mit damit aufwächst, lernt man das eigentlich, dass es normal ist. Und darum, ich habe auch eine Zwangsneurose. Ich hatte auch lange Mühe damit gehabt, vor allem beim Arbeiten. Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht als Dachdecker. Und ich habe bis 28 eigentlich funktioniert, bis ich Vorarbeiter geworden bin und dann hatte ich mehr Verantwortung. Und wenn man dann noch Verantwortung über andere Menschen hat, dann ist es noch too much. Als ich alleine gearbeitet habe, konnte ich immer vereinbaren, weil ich auch Helfer hatte. Seine Helfer, so sagt der Nicola der Stimme in seinem Kopf. Er lebt nämlich mit einer dissoziativen Identitätsstörung. Früher auch Multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Mit 28 hat Nicola die Diagnose bekommen. Ich hatte ja die Stimmen schon immer eigentlich. Seit die 15 Jahre, seit ich das erste Mal gekifft habe. Ich habe aber die nie auseinandergehalten. Ich habe nicht gewusst, dass das verschiedene Persönlichkeiten sind. Das habe ich dann erst gewusst, als ich die Diagnose hatte. Und dann konnte ich anfangen lernen, die jetzt zu unterteilen und auch nehmen zu geben. Nicola, der auf dem Ausweis, der Niki, das hat der Grund, der Niki war immer der Lieb daheim. Auf jeden Fall noch Nicole, ist auch per Zufall meine Freundin. Plus der Joker, der manchmal in der Stadt rumläuft. Bei mir hat es genau 4 Stimmen. Wir haben aber auch noch mehr Persönlichkeit, aber die haben keine Stimme, sondern ja, das ist jetzt noch schwer zu erklären. Ich habe mich auch anders gekleidet. Verschiedene Laufstile, eigentlich alles, was man eigentlich machen kann. Der Nicola bezieht eine IV-Rente und lebt in seiner eigenen Wohnung. Heute am Dreh dabei ist auch sein Manager. Moment, Schweinli, sollen wir dich mitnehmen? Ja, Glück. Hey, weißt du was? Hau ein bisschen auf hier, bitte. Gell? Die macht da noch ein bisschen Musik. Das sollen wir nicht, was meinst du? Nein, komm jetzt. Wir hören jetzt nach vorne. Nein, von dir erzählen wir sicher nicht. Das letzte Wort hat schlussendlich immer der Joker. Das ist der eigentlich, wo, das ist der brutalste eigentlich vor allem, der skrupellos ist. Aus dem Grund, der hat so viel erlebt, dass er einfach ganz kalt ist. Eigentlich ein Psychopath, kann man sagen. Ja, früher noch Situationen, wo ich wirklich zum Glück nicht schlimme Sachen, die ich noch nicht mehr gewusst habe, wo ich dann auch behauptet habe, du bist ein Lügner. Ja, ich kann kontrollieren, wer am Hebel ist. Das ist eben das Schöne daran jetzt. Aber eben, das war ein langer Weg, 5 Jahre lang, 22 Therapien stationär in Wiel. Die ersten nicht immer freiwillig, weil ich es eben noch nicht unter Kontrolle hatte. Also ich muss ehrlich sagen, ich liebe alle meine Diagnosen mittlerweile, weil ich den Frieden mit mir geschlossen habe. Also alles in allem habe ich paranoide Schizophrenie, multiple Persönlichkeitsstörung, Zwangsneurose und ADHS. Oh ja, Borderline nicht vergessen. Der Nicola erzählt, dass in seinem Kopf immer extrem viel los sei. Er höre Stimmen und spüre die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ruhe habe er nur, wenn er Musik mache. Unter dem Künstlernamen Planet Beltree hat Nicola auch schon Shows veranstaltet. I wanna love you, and I see like try to be myself, I crazy dumb. I wanna show you how it feels. Musik hilft mir in dem Sinn. Das ist meine Leidenschaft. Und das Ventil eigentlich von mir. Ich glaube, ohne die Musik wäre ich schon lange hinüber. Da kann ich wirklich loslassen.
Ich habe gemerkt, wenn ich die Gitarre immer dabei habe, dann geht es mir eigentlich immer gut. So kann ich wirklich auch, mittlerweile bin ich so weit, dass ich auch scheißegal bin, wie im Bus bin oder irgendwo. Ich spiele einfach. In ein paar Jahren möchte der Nicola eine Stiftung für psychisch kranke Eltern gründen. Außerdem wird er das Tabu psychische Krankheiten brechen. Darum rede ich auch jetzt gerne darüber, dass es eben nicht schlimm ist, wie man es behandeln lässt. Und das in den Griff bekommt, ist es egal, schlussendlich. Ich habe zum Beispiel jetzt ein Aufmerksamkeitsdefizit. Ja. Und in der Gesellschaft sehe ich das eigentlich schlecht, oder? Aber ich habe ja die Gabe, zum Beispiel, ich kann es umwandeln. Ich stehe gerne von Menschen an. Ja, und was ich auch noch Ziel und Pläne sind, Open Air St. Gallen, Frauenfeld und die ganze Welt besingen mit meinen Songs. My family. I was a bad boy.